Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Ganz klasse, dass ihr wieder da reingeklickt habt. Entspanntes Sommerwetter sieht anders aus. In den nächsten Tagen haben wir es wiederholt mit Gewittern zu tun und diese können zum Teil unwetterartig ausfallen. Also wir reden wiederholt von Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel. Schauen wir uns die Wettersituation bzw. die Gewitterwahrscheinlichkeit gleich anhand einer Karte an, wo diese Gewitter stattfinden werden, wo die sich bilden können und warum wir den Niederschlag unbedingt brauchen und vielleicht auch ein wenig Starkregen in Kauf nehmen. Da schauen wir uns gleich auch etwas genauer an. Jetzt erst einmal den Blick auf die große Wetterlagenkarte. Ja, heute hat sich dann noch so ein Hochdruckkeil bei uns behaupten können. Allerdings im Laufe des Tages, da werden dann vom Nordwesten, vor allen Dingen in der kommenden Nacht, die Tiefausläufer zu spüren sein und das landesweit. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Karte. Die Tiefausläufer, die sind im Nordwesten bereits heute Morgen angekommen. Da gibt es Schauer, eingelagert absolut Gewitter im Bereich des Möglichen. In den anderen Landesteilen bleibt es trocken und sommerlich bleibt es im Süden mit knackigen 32 Grad als Höchstwerten. Unter den Wolken erreichen wir nur 25 Grad. Ja, und in der kommenden Nacht ist dann die Front weiter ins Land gezogen und dann gibt es einzelne Schauer. Trocken bleibt es im Südosten und die Temperaturen zur Früh liegen dann zwischen 17 und 15 Grad. Jetzt der Blick auf die Aussichten. Am Freitag ist dann erst einmal Wetterberuhigung im Nordwesten angesagt. Da gibt es auch ein paar Wolkenlücken, nur die Temperaturen, die fallen dann nicht mehr ganz so sommerlich aus. Wir sehen die Werte bis zu 22, 23 Grad, 20 Grad im Nordwesten. In den anderen Landesteilen, ja, da gibt es Schauer, da gibt es vor allen Dingen ab dem Mittag Gewitter örtlich und diese können wiederholt unwetterartig ausfallen. Das heißt, regional müssen wir mit Starkregen rechnen. Und diese Regensummen, die gucken wir uns gleich auch noch mal etwas genauer an. Die Temperaturen im Süden des Landes, die erreichen dann noch mal Maximalwerte bis zu 25 Grad. Ja, und ins Wochenende starten wir dann mit einigen Schauern vom Nordwesten her. Ab der Mitte des Landes bleibt es trocken. Im Osten relativ freundlich zum Teil. Da gibt es ein paar aufgeheiterte Abschnitte. Aber wolkenreich wird der Himmel ausfallen und dort wird es auch regnen am Samstag. Ob es der lang ersehnte und erhoffte Landregen sein wird, das werden wir uns noch etwas genauer anschauen müssen in den nächsten Tagen. Und am Sonntag, da wird der Wind dann ordentlich aufgefrischt sein, treibt dann die Wolken Richtung Osten, das heißt ja zum Teil recht freundlich. Im ganzen Westen vom Nordwesten, da kommen schon wieder vor allen Dingen ab dem Mittag ein paar Schauerwolken zu uns. Ja, und dann sehen wir, es gibt so eine wechselnde Bewölkung. Das Ganze dann bei Temperaturen, die dann zwischen 23 und 27 Grad liegen werden. Schauen wir uns einmal die Gewitterfront am Freitagnachmittag an. Wo ist diese gegeben? Wo liegt diese? Es hat sich eine Diagonale gebildet bis Mecklenburg-Vorpommern vom Schwarzwald aus. Ja, und da können wir mit einigen Regensummen rechnen. Das ist die Regensumme innerhalb einer Stunde am Freitagnachmittag. Ja, und da können bis zu 30 Liter auf dem Quadratmeter örtlich fallen. Ja, und die Gewitter, sie spielen wirklich vor allen Dingen in der Südwesthälfte eine Rolle. Und dann werfen wir noch mal einen Blick auf die aktuelle Waldbrandgefahr. Deswegen behaupte ich, nehmen wir örtlich doch auch diesen etwas harmloseren von der Menge, von der Literzahl, von der Menge an Wasserlitern in Kauf. 20, 30 Liter den Quadratmeter, das sollte noch nicht zu unschönen Situationen führen. Also Bäche werden noch nicht überflutet oder über die Ufer treten. Aber wir brauchen halt ganz dringend das Nass, vor allen Dingen im Süden, weil die Waldbrandgefahr, sie ist da, die Böden sind trocken. Also sind wir recht dankbar, auch für die Schauer bzw. auch für einzelne relativ harmlose Gewitter. Ich möchte das jetzt nicht verharmlosen. Gewitter sind immer gefährlich. Deswegen seid vorsichtig, wenn ihr unterwegs seid. Es lohnt sich also weiterhin bei uns reinzuklicken und euch wettertechnisch auf den neuesten Stand zu bringen.
Am Nachmittag schauen wir uns dann quasi mit einhergehend zur Waldbrandgefahr den Dürremonitor an, die Bodensituation landesweit. Ja, das war es auch schon wieder, das Neueste von eurem Wetter.net. Wenn euch das aktuelle Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich bis ganz, ganz bald, hoffentlich heute Nachmittag.